So. Okay. Wir haben wieder drei Einheiten. Also einen. Okay, vorhin hatten wir Bernd, nennen wir ihn diesmal. Es ist nicht Bernd wieder? Es ist immer noch Bernd. Bleiben wir bei Bernd. Ja, erstmal. Bernd ist uns treu. Okay, Bernd ist uns treu, alles klar, lassen wir Bernd. Ah, nochmal so ein bisschen Tutorial-Anteil jetzt hier. Ja, wahrscheinlich. Ah, man erholt sich auch ein kleines bisschen. Alles klar. Es wird wahrscheinlich wichtiger, wenn man dann ganz viel später noch viel, viel mehr Einheiten als die anfänglichen drei. Ja, ehrlich gesagt habe ich mich darum nicht so gekümmert, um die Selbstheilungsfähigkeiten. Die sind jetzt nicht so großartig, dass du denkst, das ist wie bei Trollen, du schlägst dir den Arm ab und nächste Runde ist er wieder angewachsen. Mhm. So ist es nicht. Es gibt halt so Engineer-Corps und so und die haben dann so eine Heilmethode. Deswegen habe ich die dann einfach alle zusammengeschaut und diesen Heiler benutzt dafür, für genau solche Situationen. Alles klar. Das macht Sinn. Okay, da wir jetzt hier noch keinen von denen haben, die du gerade genannt hast, müssen wir hier vorsichtig vorgehen. Ja. So. Bernd. Wenn wir jetzt hoch zu den Gegnern mal schauen, haben wir zwei Scouts hier und Enemy Leader. Werden die dann nach und nach angezeigt? Die verstecken sich. Ja, verstecken sich. Okay. Die siehst du gerade nicht. Okay. Also man weiß nicht die genaue Position und muss dann auch vermuten oder rausfinden. Du musst dann gucken. Also wahrscheinlich ist, ich denke mal, der ist hier. Der wird wahrscheinlich hier in diesem Bereich sein. Aber es ist, ich kann mir gut vorstellen, dass hier und bis hier rüber sogar noch Einheiten sind. Das wird wahrscheinlich ziemlich hässlich. Okay, dann bin ich mal gespannt. Macht Welkin wieder den ersten Schuss. Hallo. Mitten im angeschossen werden. Ah, das sind diese Linien über dem Kopf dann, alles klar. Alle guten Dinge sind drei, wegen dem dreimal Krillin-Stern. Ich sollte nicht so schnell so viel Bier trinken. Ansonsten wird das ein zu lustiger Abend, glaube ich. Aber ich kann, ne? Du kannst. Vielleicht nehme ich mal zwischendurch, wenn ich darf, vielleicht auch mal ein Mixery, um zwischenzeitlich etwas weniger Alkoholreiches zu trinken als das hier. Und auch noch ein bisschen. Wir sind ja gut vorgesorgt, ein bisschen zwischendurch auch was mampfen, um sozusagen nicht auf leeren Magen. Oh, sorry, jetzt bin ich. Nein! Zack! Und in den Rücken. Oh, und oh, au. Ich glaube, der Doktor war nicht so gut, oder? Passiert. Oh, Tackling Enemies, wieso zeigen sie das schon wieder? Das hätte man war doch vorhin auch schon, oder? Komisch. Snackinis. Not sponsored. Ja, das ist alles, was ich schon erklärt habe, so. Ja, dann können wir das hier überspringen. Ja, das mit dem gegen Personen, gegen Tanks. Panzerung und so weiter. Ob es effektiv ist oder nicht. AH3 gibt es auch noch für so halb effektiv. Ich habe vor allem genau dieses Beispiel auch benutzt. So. Schön stillhalten. Dankeschön. So. Nummer 1. Yes. Der hat jetzt auf den anderen gezeigt. Du bist der Nächste. Oh nein! Was machst du denn da? Ist ein bisschen. Die Leiche ist gerade verschwunden. Ja, weil ich draufgetreten bin. Leichenschändung. Leichenschändung wird hier nicht geduldet. Ich wollte nämlich gerade noch fragen, ob es irgendwie. Nein, Teabagging darfst du nicht. Schade. Das gibt's nicht. So. Ich glaube. Der war. Crouching. So. Was überlegst du?
Ich überlege, weil der gute Kollege sich hingesetzt hat. Weil du keine kritischen Headshots... Kann man keine Headshots machen, das ist ja mein Lieblingsart, jemanden umzulegen hier. Weil es halt schön schnell geht. Also du könntest jetzt hinter ihn rennen und ihn von da nochmal schießen? Ja. Oh fuck, da ist ja noch einer. Dann nehme ich den jetzt. Die Arme, die ist jetzt mitten da im... Da muss jetzt Bernd ran und sie retten. Ich kann auch Valky nochmal benutzen. Ich glaube, ich gehe jetzt hinter ihn. Ah, fuck. Ich glaube, du reitest dich da immer mehr in die Kacke. Wenn das ist keine gute Idee. dass da direkt dahinter auch noch einer steht. Ja, das ist hinter feindlichen Linien. Was erwartest du? Wie unfreundlich. So, Bernd, rette Alicia. Unsere Waifu hat hier ein paar viele Schüsse abbekommen. Hallo. Ja, selbst direkt davor stehen geht's dann also auch nicht. Nee, naja, wie gesagt, Headshot gibt's hier nicht. Also es gibt nichts Critical. Ich kann ihn nur stark anschießen in der Hoffnung, dass er... Bernd, opfer dich. Stimmt, die schießen ja auch noch zurück, wenn sie es überleben. Das habe ich ganz vergessen, weil bis jetzt keiner mehr überlebt hatte. Das ist bis jetzt eine ganz schöne Fehlrunde hier, muss ich sagen. Also da bin ich von dir Besseres gewohnt. Ich hab nur Scouts! Das ist sowieso so eine Runde, wo du eigentlich zurückgetrieben werden sollst. Wie du siehst. Du warst mit 5. Sprich, es läuft also hier drauf hinaus, eventuell, dass wir fliehen müssen, oder wie? Naja, das wird zumindest unschön. Ich weiß nicht, ob das diese... Ah, okay, gut, sie hat ihn noch erwischt. Er wollte wegrennen. Schön, Alicia. Schönes Ding. So. Autsch. Bernd, halt durch! Komm, das schaffst du. Oh, 2 HP, echt? Hau ihm das Ding drüber! Bernd kann nix. Ich würde sagen, auf Bernd, der ist uns jetzt egal, auch wenn er stirbt. Ja, wir lassen ihn jetzt erstmal, glaube ich, links liegen. Mhm. Schießen mit Valkin. Kollegen weg. Nah rangehen. Was schade ist, wirklich für 2 HP. Da, ja, ich weiß, die aber Aktion ich. Verschwendet. Aber das muss man einfach machen. Und ja. Ich denke auch einfach. Hast du gesehen, die haben sich übrigens jetzt gerade richtig hingehauen, als er über die drüber hinweggeschossen hat. Das ist auch sowas. Um Friendly Fire zu vermeiden, werfen die sich dann immer gleich hin, ja, sobald einer hinter denen schießt. So, Valkin. Guck mal kurz in den Chat, weil da hat Mysterium was geschrieben. Valkin, ich habe die Gegner gefunden. Da steht einer, das heißt, ich gehe hier so rüber. Und dann kann ich... Mysterium schreibt, wenn ich jetzt nur wäre und zusehen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur essen und trinken, weil ich nichts zu tun hätte. Ich habe was zu tun. Ich muss hier immer Co-Kommentator machen. Du musst es kommentieren. Genau. Wie ich fehle. Verkackt, Jan, schreibt er dann auch noch. Ja! Ich habe ihn erwischt. Mist, jetzt habe ich aber nicht hingeguckt. Gut! Gut! Ich kann zumindest nicht von mir aus bezeugen, dass ich jetzt gesehen hätte, wie Imba du gerade gespielt hast. Nee, das war nicht so Imba, der hat ja auch gestanden. Hm. Darum ging es ja nicht. Aber ich glaube, das ist der Chef da. Ah, stimmt, du hättest da einfach rüberkommen können. Ach scheiße, ich hätte rüberkommen können. Natürlich mit der... Ich glaube... Guck mal, der hat halt unten an seinem Bild noch so einen Command Point dranhängen. Das heißt, wenn wir den töten, verliert der Gegner auch ein bisschen an der Kommandofähigkeit. Genau wie das bei uns bei Valkin und Alicia der Fall wäre. Dementsprechend könnte das tatsächlich sein, dass das schon der Chef ist. Wenn wir Glück haben, ist er das. Wir wissen das so vom eigentlichen Sehen her gar nicht, was Chefe ist. Also, oder hat Chefe dann irgendwie besondere Namen, die da stehen würde? Eigentlich nicht, nein. Deswegen, ich nehme echt an, dass der es ist. Es ist kein anderer da. Bis jetzt zumindest. Mhm. Und der hat einen Command Point, das sind zumeistens Anführer zumindest. Ja. Und da sie gesagt haben, kill the leader, ist gut möglich, dass er das ist. Hallo. So. Und da weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf welchen Satz Teilsetter das bezieht, wie der Gegner, wenn er 20 cm von einem entfernt steht, einen immer mindestens einmal verfehlen kann. Ne, das war vor uns, wo Bernd angeschossen wurde und er einmal verfehlt hat. Das ist nett. Das ist nett von denen. Die wollen uns ja auch eine Chance geben. Gibt es hier verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man einstellen kann? Nicht, dass ich wüsste jetzt, aber... Oh ja, Valkin hat ihn erwischt. Einfach beim bisschen rumlaufen von Valkin abgeschossen. Möglicherweise hat Alicia auch noch drauf geschossen, deswegen habe ich die beiden da platziert gehabt. Aha. Tja, das war's. Zwischensequenz. Der Kampf tot. Na, da liegt Bernd. Mach mal Bernd. Ui.
nehme auch mal. Mhm. Greif zu. Echt ein Panzer. Das meinte ich mit, dass das möglicherweise auch die Mission ist. Da hinten. Ah, okay. Das ist jetzt nicht so. Dass das eine Schwachstelle ist, ist mal sowas von offensichtlich. Ja, ja. Blaues leuchtendes Ding, Attack hier. Oh nein, wir haben. Oder ist das Bernd? Oder das? Oder das? Bernd, du. Bernd 1, Berndchen, Berndilein, Berndo, Bernhard. Alle rennen sie weg, die ganzen Bernis. Jetzt geht nämlich weiter. Ja, okay, so ist es also, wenn du meinst, wenn du sagst, mehrere Missionen sind hintereinander weg. Ich an ihrer Stelle wäre jetzt schon längst über alle Berge. Ja, du kannst ja nichts machen. Aber er dreht uns schön den Arsch zu. Oh. Bernd! Lauf hin, Bernd! Ach, der war uns ja egal jetzt geworden. Weil er den einen Typen nicht weggefrischt hat. Bernd, das Brot natürlich. Wie komme ich da? Wie konnte ich da nicht drauf kommen? Ich auch nicht, irgendwie gerade in dem Moment. So, ich will mehr Schlachten sehen, sagt der Typ. Na gut, dass wir hier wieder miteinander drin sind. Ja. Jetzt sind wir dran. Hilft es denn. Okay, wahrscheinlich erzählt sie das gleich. Nee, ich wollte nur fragen, ob es hilft. Selbst wenn man mit den normalen Waffen, die eigentlich nicht effektiv gegen Panzerung sind, auf diese Schwachstellen zu zielen, ob das trotzdem Schaden macht. Ja. Deswegen, er hat uns den Arsch zugedreht und damit war es das für ihn. Funktionieren würde es zumindest, aber es dauert ein bisschen. Ja. Ja, bit dirty. Ich habe gerade irgendwie Englisch und Japanisch gemischt aus irgendeinem Grund. One of the small nanny. Oh mein Gott. So, weniger Bier. Weniger Bier, genau. Es geht um einen Tank! Mhm. Ein Tank! Wir sind alle tot. Ja, wir sollten uns wahrscheinlich zurück. Ja, na klar, das ist wie als würden wir jetzt mit ein Stöckchen gegen Schusswaffen kämpfen. Also, hast du verstanden? Sie will jetzt, dass wir vom Westen dieser Karte in den Osten gehen. Nicht irgendwie einfach zurück oder nach Süd-Norden oder sonst irgendwo hin. Nein, wir laufen jetzt direkt hinter dem Tank lang, dass der uns noch schön abschießen kann. Hm. Und vor allem, weil Osten ja auch Richtung der Feinde und des Imperiums ist und das auch ganz viel sind. Ja. Okay, wir müssen also einen Zielpunkt erreichen. Der ist nicht mal hier drüben, der ist hier unten. Ja. Also ich habe mich das eine Mal, ich kann mich noch erinnern, ich war das einmal so stur und habe mich hier hinter dem Tank platziert und einfach die ganze Zeit hinten drauf geschossen. Hast du einen Platz gekriegt irgendwann? Das hat gedauert ewig. Guck mal, die haben ja schon den getroffen. Das dauert ewig. Der hat extrem hohe HP. Wie viel hat er nochmal verloren bis jetzt von den Schüssen? 13? 13 von 1400. Ja. Ist nichts anzuraten, glaube ich. Ja. Es ist ja auch einfach so eine Mission, die, glaube ich, so gedacht ist, dass der jetzt nicht wirklich mit angeschossen werden kann. Konzentrieren auf die Manneken, die man tatsächlich abschießen kann. Aha. Hallöchen. Du bist da ziemlich forsch am Vorlaufen. Mhm. Na, wenn die schon alle nett dastehen für mich, dann muss ich das auch ausnutzen. Ja. Hm. So, hopp. So. Dasselbe wahrscheinlich mit Loki. Ich überlege gerade, ich glaube, es ist besser, wenn ich so rummache. Weil die ist jetzt sowieso angeschossen, ja. Und die steht jetzt hier schon direkt dran, da muss ich jetzt nicht groß nochmal. Das Einzige, was sich verringert, wenn man dieselbe nochmal wählt, ist einfach nur diese Leiste. Und genau, die Leiste, das ist nichts anderes, also hat das jetzt keinerlei Einfluss auf ihre Kampffähigkeiten an sich, nur auf das Laufen. Das heißt, du würdest jetzt dreimal am besten sie machen. Jetzt nehme ich Welkin noch rüber. Erstens wegen dem Platzieren und zweitens in der Hoffnung, dass falls einer noch so dumm ist und sich bewegen wird, dass er dann doppelt die Gegenschüsse kriegen. Ja. Aber natürlich auch in der Hoffnung, dass der Panzer nicht auf uns schießt. Oh, trockener Toast ist dazu gekommen. Moin, moin, sei gegrüßt. Herzlich willkommen in unserem heutigen Stream. Warte, wir stoßen mal darauf an.
auf den trockenen Toast. Wo wir gerade bei trockenem Brot vorhin waren, mit länger verdauen und so weiter beim Magen. So. So. So, mal schauen. Jetzt fährt der Panzer los. Wahrscheinlich. Ich hoffe, er schießt nicht, aber ich habe das Gefühl, er schießt. Nein. Siehst du? Ah, das, okay, das ist Schaden, den sie so machen. Mhm. Jetzt treffen sie aber hinten eigentlich, müssten sie treffen. Okay, ja. War noch der Winkel wahrscheinlich noch ein Tuck zu spitz. Aber jetzt. Ja, trotzdem pro Schuss, der trifft der nur ein HP weg. Der hat gerade irgendwie keinen Bock auf uns zu schießen. Geht einfach so. Ich ignoriere die doofen Scouts. Was? Was, Bernd, das Brot ist nun Bernd, der trockene Toast. Okay, Bernd, der trockene Toast, der darf jetzt zum Helden werden. Es ist Zeit. Genau. Los, Bernd. Bernd, genau. Go, Bernd. Für go, dich, Bernd. Toast. Wir go, haben Bernd. Ein NPC unwichtig. Hurra! Watchmen A haben wir Bernd getauft. So, direkt schön in den Kopf. So. Und gleich weitergelaufen. Go, go, go. Achso, ja, jetzt habe ich die Leiche weggeschafft. Wo ging's lang? Da lang. Da kein Weg nach. Mysteriös. Ich bleib jetzt mal kurz hier, doch, das ist schon die richtige. Ja, das ist schon richtig. Ja, gut, dann haben wir es jetzt ja geschafft. Ja, einfach weil die muss ja nur dahin. Aus laufen, Spaß ne? Und um einfach mal zu sehen, wie viel es abziehen würde, machen wir das jetzt einfach mal. Ja, danach kannst du ja immer noch mit Walking. Genau. Bin ich ja mal gespannt. Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Ja, da siehst du. Okay, das macht ja wirklich fast gar nichts. Ja, es ist ziemlich nutzlos. Aber gut, der Panzer hat jetzt auch nicht wirklich Interesse an uns gezeigt. Glücklicherweise. Mhm. So, die beiden stellen sich hin und weg. Hin läuft vor, für den Fall, dass es eine Falle ist und irgendwie Leute rauskommen und ihn erschießen. Können wir ihn wenigstens rächen. Ja, besser er stirbt als Waifu-Material. Genau. Naturwissenschaftslehrer werden jetzt gerade sowieso im Krieg wahrscheinlich nicht gebraucht. Sag das nicht. Wer weiß, woher willst du wissen, dass das der Hauptcharakter ist? Vielleicht wurde er jetzt die nächsten um. Ich würde jetzt zu gern fragen, ob du gespoilert hast oder nicht mit dieser Aussage oder ob du mich nur necken willst oder foppen willst. Floppen willst. Mehr Bier! Noch ist Bier da. Wenn ich fertig bin, was essen, kann ich so lange essen. Dankeschön. Genieß deinen Shopper. Danke. Du bist ja schnell bei der Sache da. Mhm. Hat lang keins mehr. Seit Sonntag. Was haben wir heute? Dienstag? Lang keins mehr? Dann, davor hatte ich eine große Trockenphase, wo ich jetzt wirklich nicht viel getrunken habe. Normalerweise, also wenn kein Bier da ist, dann trinke ich auch keins. Kaufe ich mir auch was, das kannst du. Also bin ich schuld, dass du jetzt. Das war eine gute Gelegenheit. Ja, die hast du mir geholt, siehst du, wenn Gelegenheit da ist. Als ich vorhin die Treppe hoch bin und deine Mutter da war, die hat irgendwie gesehen, wie ich den Kasten da hochschleppe, da hat sie dann irgendwie so was gemeint, von wegen, das soll heute Abend alles hier getrunken werden, oder wie? Mal sehen, ne? Genau. Können nicht viel machen gegen Tanks. Ja, gegen den Tank haben wir wirklich keine Chance, so wie es jetzt aussieht. Okay, das heißt jetzt, wenn wir noch ein paar Personen abschießen, um ein paar Dorfbewohner fliehen lassen zu können. Mhm. Tu auch gleich ein paar neue in den Kühlschrank, bitte. Ach, was doch. Ja, na, das war jetzt so zweiteilig, weil es halt so Surprise! Aber da ist auch der Enemy Leader drin. Leider kein Tank diesmal abgeschossen. Aber der Leader brachte halt extra Punkte. Deswegen ist es halt auch eine gute Idee, möglichst zumindest alle Leader, Aces und Tanks zu zerstören. Die ganz kleinen sind jetzt wirklich egal, aber die bringen zumindest noch extra Geld und XP. So. So, warte mal, wir haben 21:07 Uhr. Das heißt, wann haben wir mit dem Game angefangen? 3/4. Deswegen mal Frage an den Chat. Wollen wir noch eine Mission, also bis einschließlich eine Mission. Die nächste Mission ist wirklich gut. Die nächste Mission ist wirklich gut, sagt er. Wollen wir noch eine spielen?
Oder wollen wir wieder eine kleine Zwischenrunde machen und weiter zum nächsten Game? Die Wahl überlasse ich gerne euch. Oh, danke. Ich bin eigentlich noch mitten dabei, aber ich stell's. Ist noch voll deswegen. Hä, da ist noch was drin? Ja. Was? Was? Ja, ja. Was? Ich glaube, dann kann die doch mal zurück in den Kühlschrank. Ich gehe mal ganz kurz Bier wegbringen, du kannst schon mal weitermachen hier. Okay, dann mache ich schon mal das nächste an. Na, hier ist der Stream an, du darfst jetzt nichts machen. Ihr seid alle Zeugen, also du bleibst da drüben jetzt. Ich bin jetzt gibt's hier Schüsse. Schüsse sind gefallen. Ja, jetzt nimmt er einen Zaun vor. Das Brot, nein! Das Brot hat geschossen. Passt eigentlich super, dass wir wirklich ihn Bernd genannt haben. An Bernd das Brot habe ich gar nicht gedacht. Dieses leckeren Brot. Bernd, es fügt sich alles zusammen. Alles fügt sich zusammen. Es war Schicksal, dass er Bernd heißt. Ja. Ah. Das sind die, was ich gemeint hatte vorhin, dass die genauso einen Antisemitismus haben. Mhm. Ah, also das ist sowas wie sind die Roma auch, war ja auch so eine Art. Sind die Roma so eine Art, also so Zigeuner, die von Nazis und so weiter, ja. Ja, das ist alles, alles da drin in den Darksen zusammengefasst, die da die böse okay. Rasse sind. Die Rolle und das Schnappen der Kanone war dabei ein bisschen im Bart. Mhm. Überraschungsmoment nutzen. Bang! Und sie schießt, komm. Nein, Leckchen ist tot. Also wenn er so viel noch labern konnte, dann hätte er den Schuss auch noch abfeuern können auf ihn. Er war geschockt. So, wer noch für eine weitere Runde, bin ja gerade erst hinzugestoßen, gibt mehr Tote, also für mich spielt das keine Rolle, ich würde sagen, eine Mission machen wir noch. Okay. Die Geheimwaffe wird rausgeholt. Man sieht sie schon als Schatten hinten. Geheimwaffe in welchem Bild? Naja, das worauf gezeigt wird, das sieht man. Achso, ja klar. Wenn man vor lauter Metall den Text nicht sieht. Der steht natürlich in der Scheune. Du willst ja nicht sagen, dass er da. Doch, da steht ein Tank in der Scheune. Natürlich, von allem, was ich jetzt in so einer Bauernscheune erwartet hätte. Na was denn, es gab doch wirklich mal letztens, da hatte doch mal wirklich jemand einen Pantherpanzer in seiner Scheune. Wirklich, so ein alter Kerl hat einen Pantherpanzer in der Scheune rumgeworfen. Echt? Ja. Echt? Ja. Der ist damit immer übers Dorf geheizt und so, und dann haben sie den jetzt vor, weiß nicht, ob das jetzt letztes oder vorletztes Jahr war, haben sie den dem Panzerpanzer weggenommen. Er hat den Panzerpanzer bei sich in der Scheune aufbewahrt. Hat Spaß dran gehabt. Also sie hat auch ein bisschen Training vom Papa oder so, weil sie da mitmachen wollte. Deswegen kann sie damit umgehen mit Waffen. Sie ist Techniker und Fahrer und alles gleichzeitig. Alles klar. Also sie ist dann eine andere Klasse auch als Scout dann jetzt im Prinzip. Ja. Sie hat das auch alles schön modifiziert. Das ist also dann Edelweiß. Das ist Edelweiß. Ein armer Vehikelkurs. Ich muss gerade an Panzer denken, mit dem Panzerfahren als das Hauptfach an den Oberschulen. Ja, damals, also in der Zeit, bei denen ist dann halt alle über Militärtraining. Offizierslaufbahn und alles mit teilweise drin. Eben in der Schule und der Universität. Ja, wenigstens ist es gendermäßig gleichberechtigt, dass hier die Damen da auch mitmachen dürfen. Genau. Edelweiß. Er hat nur doppelt. Das heißt, es ist leichter, ihn kaputt zu machen, wenn er zwei. Nee, doppelte heißt, er hat viel mehr Power.
als diese einzelnen. Okay. Das Ding ist wirklich wesentlich stärker als die anderen. Also zumindest als die anfangs leichten Panzer. Das ist jetzt in der Standardkonfiguration ist der schon so mittlerer bis schwerer Panzer. Und später kannst du den dann noch erweitern und noch wesentlich schwerer machen. Auch mit den XP und so weiter. Ja, dieses Geld kannst du dann einsetzen, um neue Parts zu erwerben und so. In der 2, Valkyria Chronicles 2 ist das ein bisschen anders. Da kriegst du relativ am Anfang, weil du spielst da so eine Klasse, so eine Abschlussklasse. Dann kriegst du dann einen Klassenpanzer sozusagen zugewiesen. Und den kannst du wirklich modden, wie du willst. Edelweiß wird immer ein mittel- bis schwerer Panzer bleiben. Den kannst du erweitern, den kannst du verstärken, aber der wird niemals zum Truppentransporter oder so wahrscheinlich. Allerdings dieses Klassenfahrzeug, das kannst du wirklich so ummodden, dass das ein Artilleriefahrzeug ist, dass das ein leichter Scout ist oder ein Flammenwerfer oder ein Truppentransporter, je nachdem, was du halt brauchst. Das ist halt beim Edelweiß jetzt nicht so. Bei Edelweiß muss ich an irgendeinen Musical-Song denken. Es gibt eine Visual Novel, die Edelweiß heißt. Ah, ja, stimmt, die habe ich auch schon gesehen. Mhm. Es gibt auch irgendeinen Musical-Song, der auch Edelweiß heißt. So. Wollen wir losmachen? Natürlich. Warum? Warum? Immer noch in Brühl. Mhm. Oder wahrscheinlich Brühl. Wer weiß. Immer noch derselbe Panzer von vorher wahrscheinlich, ne? Ja, das ist der auf der gleichen Straße dann noch ist. Ja. Aber jetzt sind wir in der Defensive. Das heißt, wir müssen die irgendwie aufhalten. Waren wir nicht theoretisch schon immer die ganze Zeit in der Defensive, abgesehen davon, dass wir zwar vorbrecht sind, um die da zu töten, aber... Nee, jetzt diesmal bewegen die sich wirklich nach vorne. Vorher haben die sich eigentlich die ganze Zeit verbarrikadiert, um ihre Stellung erstmal zu halten und uns drauflaufen zu lassen. Mhm. Also hier gehen die wirklich in die Offensive und wir in die Defensive. Wir müssen jetzt wirklich... Das wirst du jetzt gleich sehen, das ist ganz anders von der Spielmechanik dann. Okay. Wie ich es mache, da gehe ich dann lieber gleich hinter Deckung und versuche von weit fern zu schießen, als dass ich versuche in die Formation reinzurennen. Weil das nicht so wirklich sinnvoll ist mit dem Panzer auf der anderen Seite. Verstehe, dann bin ich mal gespannt. Also Gate beschützen und den Tank ausmachen. Ausschalten. So, aus Knopf drücken. Ja. Klick. Also Bernd muss sein Bestes geben. Genau. Um gegen die Enemy Forces antreten zu können. Ja, das wird lustig. Ich bin gespannt. Also wenn, was hat es was Bestimmtes zu bedeuten, wenn das rot ist und wenn das schwarz ist und das dann einfach das neue Sachen, die hinzukommen oder die roten? Ich glaube schon, ja, weil vorher waren ja die anderen drei rot. Ja. Ich glaube, das ist jetzt so, weil es gibt immer Standard-Dinger, die halt immer drin sind, Viking Dice, Alicia Dice und so weiter. Mhm. Und es gibt halt weniger Standard-Dinger, die dann halt pro Runde anders sind. Alles klar. So. Ja, gut, jetzt mit neuer Spielmechanik, mit Tank und so weiter. Ja, aber baut Sandbags. Ja, das wussten wir ja schon. Mhm. Ja. Das ist auch logisch. Mhm. Ah, hier kommt dann die Handgranate. Can destroy sandbags. Ja. Genauso wie der Schuss vom Panzer wahrscheinlich. Oder mit dem Panzer drüber fahren. Geht das auch? Der Schuss vom Panzer direkt nicht, aber der Panzer hat verschiedene Möglichkeiten. Er hat solche AP-Rounds, die eigentlich er hat drei verschiedene Modi. Anti-Tank Rounds, die machen relativ wenig gegen Menschen. Mhm. Dann hat das Maschinengewehr und ein Mortar. Der schießt dann so. Mörser. Und das Mörser, der ist halt so in der Richtung wie die Granate. Mhm. Hat meistens mehr Schaden noch als die Granate sogar. Ich meine vorhin, als der erste Gegner-Tank das erstmal aufgebaut ist. Der hat einen Mortar benutzt. Ja, deswegen, da war der Sandbag dann links vor. Also der ist ja dann kaputt gegangen dadurch. Deswegen. Der hat einen Mortar benutzt. Okay.
weil ich ja deine Handgranaten. Mhm. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Man bekommt also pro Face immer wieder. Das ist nett! Und dann tägliche Handgranate! So. Oh, wir haben jetzt. Moment. Ja, das ist Bernd. Bernd und tja, wie nennen wir den anderen? Hm. Hugo! Hugo? Hugo! Okay, Bernd und Hugo. Mhm. Da ist der Panzer. Da ist auch der erste Shocktrooper. Was ist ein Shocktrooper? Naja, Schockinfanterie und so sind ja meistens Einheiten in der Kriegsführung, die dazu gedacht sind, die feindliche Linien zu unterbrechen und zu stören, indem sie ja großen vernichtenden Schaden auf kurze Zeit verteilen können. In diesem Fall sind Shocktrooper einfach nur Leute mit MGs und ein bisschen mehr Panzerung. Mhm. Die also, während die Aufklärer und Scouts ein bisschen weniger Panzerung haben und weiter laufen, sind die Shocktrooper welche, die weniger laufen, aber dafür die rennen dann halt direkt rein und dann. Oder Flammenwerfer, je nachdem, was er gerade hat. Ich glaube, der hier hat bestimmt erstmal ein MG. So, da ist unser lieber Panzer wieder. Light Tank. Der ist ein bisschen jetzt runtergefahren. Vorher war er hier. Ja. Und da sind wir hier abgehauen. Und jetzt haben sie uns bis hierhin zurückgedrückt. Schon. Oh je. Ich weiß eigentlich gar nicht so weit, wenn man bedenkt, was in der Zwischenszene eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Ja, naja, der hat sich wahrscheinlich hier an den beiden Häusern vergütlicht gerade. So wie die aussehen. So. Rico schreibt, oh, Jan ist also ein Stratege. Gefällt mir. Ich mag Strategiespiele und solche Dinge, deswegen. Sowas in die Richtung kann ich mir auch echt vorstellen. Ich meine, ich war früher Ende der 90er. Gott, wie das klingt. War ich mal ein Sucker für Echtzeitstrategiespiele aller Age of Empires. Ja, ja, sowas habe ich. So mit sowas habe ich auch angefangen. Warcraft 3 dann auch und Total War Shogun 2. Total Annihilation. Also die ganze Total War Reihe, das habe ich auch drauf. Command and Conquer. Genau sowas. Ja. So, jetzt siehst du halt, das ist zum Beispiel auch sowas, dass die effektiv auf Reichweite je nach Ding sind. Wie du siehst. Der Kollege ist so weit weg, wenn wir auf den Körper zielen, ist das sogar nur unergründlich, wie viele Schüsse wir brauchen auf den Kopf. Mhm. Wenn wir Glück haben mit 22, ist er tot. Es ist nicht sehr sinnvoll. Ich überlege gerade. So weit vor will ich nämlich auch nicht rennen. Ja. Ich glaube, ich probiere es einfach mal von hier. Zwei Schüsse habe ich getroffen. Da die alle dastehen, werde ich die auch alle jetzt mal benutzen, so Hugo. Ja. Weil wir wollen die ja nicht unnötig verlieren, bloß weil sie sich nicht hinlegen können. Na dann Hugo, zeig mir, was du kannst. Oh, drei. Der hat mehr getroffen als der Lische. Dann werde ich auch schön weiter Hugo trinken. Hugo ist lecker. Oh. Wenn du meinst. Ja, jeden das seine. Jeden das sein. Huch, huch. Ah, ja. Ach, man kann auf den Tower oben drauf. Ja, aber das Problem ist, hier oben bist du dann halt auch. Wenn ich das also, das zählt nicht als Schutz. Also nee, das zählt nicht als Schutz. Das ist nämlich das Problem. Hier oben mache ich zwar mehr Schaden, weil ich dann halt auch. Ah, den könnte ich sogar. Das ist ein Scout. Ja, wie du siehst, der ist wesentlich tougher als der Scout da hinten. Und der Scout hat halt, ist halt auch ein Anführer. Ich probiere jetzt mal. Also, ach, Bernd, ein Schuss. Ach, Bernd, das war ja erbärmlich, Bernd. Ist mehr Brot. Da triffst du besser. So. So, weißt du, finde ich lustig, weil er sich hier jetzt so hincroucht, direkt in die Lücke. Naja, gut. Ich glaube, ich setze ihn ein bisschen hier rüber, weil wir nicht wissen, ob von dort drüben auch noch was kommt. Oh ja, jetzt weiß ich, mir fällt gerade noch was ein. Dir fällt noch was ein. Hier vor uns sehen wir hohes Gras. Da kann man sich reinhocken und dann verschwindet man. Ah. Diese Flächen hier, die so grün markiert sind. Gestrichelten, ja. Ja, das sind hohe Grasflächen. Da kann man sich reinlegen und sobald bis ein Gegner relativ nah in diesem Umkreis an das rankommt, sieht man den nicht. Und der kommt dann auch tatsächlich dann auf, springt dann raus und versucht einen dann abzuschießen. Aber kann man selbst auch genauso nutzen. Also das kann man selber genauso nutzen, aber ich glaube, gerade hier in diesem Gras lag nämlich einer, wenn ich mich richtig erinnere. Das hatte ich nämlich beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, bin ich auch wieder offensiv vorgegangen, bin vorgerannt und habe mich hier ins Gras gehockt und dann festgestellt, dass direkt neben mir einer liegt. Oh. Was nicht gut ist. Absolut nicht gut.
Ja, dann werden wir jetzt vielleicht eine Enemy Face sehen, ob da wirklich einer ist, falls er sich bewegt und, und aufsteht und schießt. Ja. Ah. Na, erstmal werden sie den Panzer weiter. Was überhaupt nichts bringt. Ich find's mutig, dass sie zumindest probieren. Ach du Scheiße, die machen ja wirklich gar nichts. 1400 durchweg. Jetzt, wo er mal kurz so halb den Rücken zugedreht hat. Naja, der hat Spaß am. Von da oben kommt was. Los, Bernd, schieß zurück. Na, wenigstens wäre etwas. Ja. Besser als oben vom Turm. Hast dich wieder ein bisschen rehabilitiert. Das ist auch eine ganz wichtige Strategie. Panzer als Schutzschilde nutzen. Hat er gerade nicht mehr gemacht. Ja. Aber bis dahin zum Rüberlaufen hat er ja den Panzer benutzt, der sich quergestellt hat. Weil, ja, da kannst du nicht viel falsch machen. Da siehst du das hin. MG. Und wir machen auch nicht viel Schaden an dem Kollegen. Wird schon schwieriger, die Mission hier. Ja, naja, weil das auch so eine Verzweiflungstat im Grunde ist. Und jetzt, wo er gerade vorkommt, alle nachladen müssen. Schießt, 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 ja! Das gut. Ist von der KI im Prinzip doof, auf den Panzer zu schießen, wenn der gerade dahinter langläuft, sondern sich die Schüsse, die Munition aufzuheben, außerhalb der Deckung ist. Ja, dafür ist die KI auf der anderen Seite auch nicht schlau, wenn sie dann da weiter vorrennen und sich abschießen lässt. Ragnite, small man. Ja, das ist diese Heilmethode, die es halt gibt. Dieses Ragnite. Ja. Also alle möglichen Erklärungen fürs Heilen. Ja. Ja, so. Aber der hier im Gras, wenn da einer ist, hat sich nicht bewegt. Was ist das? Liegt ein Fragezeichen? Naja, vermutet, dass da hat man gehört, dass sich irgendwo hier in dem Bereich einer bewegt hat und deswegen. Aber man sieht ihn nicht mehr. So. Ich bin an der Reihe. Fuck! Es ist zu kurz. Mist! Nee, das wird nichts, das wird nichts. Oder doch? Ja. Oh, 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 das wird echt böse. Musst du dann wieder mit dir zurücklaufen, ne? Ich glaube nicht, dass. Falls der Panzer geschossen hätte. Der hat geschossen! Achso, war das. Der hat. Die haben beide geschossen. Der Shock Trooper hat zuerst geschossen, weil der konnte in den sämtlichen Winkeln schießen. Und als ich dann so in Richtung vor den Panzer gelaufen bin, hat er auch nochmal mit dem MG geschossen. Alles klar, deswegen hat sie nur noch 78 HP. Ich habe überhaupt nicht gerade auf die HP-Anzeige geachtet. So, dann benutzen wir mal. Weil jetzt ist hier gerade keiner mehr. Benutzen wir jetzt nochmal Hugo. Unseren Helden auf dem Erdbeerfelden. Ah, der kann jetzt mit dem Knight dann. Genau, so, da sieht man das auch mal. Weil es bringt uns ja alles nichts, wenn wir ganz gut spielen, wenn dann uns Alicia wegstirbt. Ja, weil das wäre dann ein Fail. Genau. Mission. Deswegen. So, jetzt haben wir jetzt aber zumindest die Links alle weggehauen. Jetzt ist noch der Scout da oben und möglicherweise die hier hinten übrig. Na dann, Bernd. Ja, da oben kippt Bernd weg. Ich vertraue dir, Bernd. Ja, das könnte er sogar hinkriegen, weil oben muss er nur einmal treffen und dann Körper muss er nur zweimal treffen. Aber wir wollen trotzdem Headshot machen, oder? Natürlich. Bam. Boah, mit dem ersten Schuss. Super, Bernd. So. Hast dich rehabilitiert. Und jetzt benutzen wir die Klasse des Scouts auch tatsächlich mal. Greifen mal hier rein. Schwören kann, dass hier einer gelegen hat bei meinem Spiel. Naja. Gibt es irgendwelche random Faktoren bei den Missionen? Das kann sogar möglich sein, dass das teilweise ein bisschen random ist. Oder dass sie das einfach nochmal umgeändert haben für die PC-Version. Das ist ja auch möglich. So. Das ist natürlich die Gefahr. Ah, nee, gut, du bist ja versteckt. Er ist versteckt. Er kann nicht. Er kann nicht gesehen werden. Aber ich werde jetzt den anderen, den Hugo, mal rüber bewegen. Weil bestimmt von da oben gleich noch einer kommt. So, dann haben wir den notfalls in Empfang nehmen und gegenschießen. Richtig. Dann haben wir alle Seiten gut gedeckt und wir haben noch einen CP übrig, den wir dann in der nächsten Runde wahrscheinlich für Edelweiß, wenn Edelweiß dann endlich mal ankommt, benutzen können. Jetzt
jetzt wo du es so sagst, stimmt. Unser Panzer ist ja noch gar nicht da. Also in Hamburg wäre effektiver gewesen. Es ist schon ein ziemliches Armutszeugnis, dass eine Panzerkanone 4 oder 5 Schuss braucht, um einen Holztor kaputt zu kriegen. Siehst du, das meine ich nämlich. Jetzt steht da einer so vor uns und wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, ihn abzubolzen. Oh. Da rein sogar noch bis dahin. Nein. Geh runter! Ach, du wirst auch da. Oh. Das könnte jetzt böse enden, oder? Ja, wenn er ihn jetzt nochmal benutzt, dann haben wir verloren. Selbst das könnte jetzt überenden, wenn der noch schießt, oder? Ne, das dachte ich mir so noch, weil da drei drauf zielen, dass er wahrscheinlich das nicht schafft. Das war arschknapp. 26 hätte sie jetzt noch gehabt, ne? Ja. Der Held ist angekommen! Genau, rette deine zukünftige potenzielle Waifu. Gut. Was machst du da? So. Das Teil hat gerade so ausgesehen, als würde Hugo sagen, ich habe die Macht. Und dann teilt halt Otaku schreibt dazu von Grayskull. Dafür ist aber auch. Tatsächlich auch gedacht. Da ist aber noch viel zu sehr angezogen. Stimmt. So. Ich habe das jetzt im Ohr, seit Halligalli diesen Pokémon-Parodie-Song gemacht hat. Pokémon hier, Pokémon da, Pokémon hier, eine Arena. Und die Strophe dann mit dem Namen der Pokémon. Tom. Pass. Klassensong in der Grundschule. In 90er Jahren war das schon, ne? Tja. Ich glaube schon. So, okay. Das ist wichtig bei Tanks, die sind zwar sehr stark, aber die haben halt auch den Nachteil, dass man 2 CP benutzt. Deswegen hast du gedacht, brauchen wir wahrscheinlich gleich für die nächste Runde den einen, den wir aufgespart haben. Mhm. Ah, ist klar. So. Tuck. Kann der einfach durchfahren? Ja. Überraschung für die Gegner. Bam! Hatisha! Wie sie sich so ruhig auf dem Schlachtfeld unterhalten können. Ja. Vor allem so weit weg voneinander. Ja. Und vielleicht haben die, keine Ahnung, Funkgeräte oder so, wer weiß. Zumindest hat er Kopfhörer auf. Ja, aber guck mal, das Bild, so wie man ihn sieht, das sieht so aus, als wären sie auf der Straße, wo wir gerade gar nicht sind. Ja. Diese kleinen Programmierkleinigkeiten, die Sachen, wollen wir mal vorhin erzählen. Ich glaube, der andere Panzer kommt noch nicht rechtzeitig in Sicht, oder? Nee. Das heißt, es würde nur lohnen, mit MG-Feuer auf einen von den Typis hier zu zielen, wa? Ja, das ist, was du vorhin gesagt hast, mit entweder rüstungsdurchdringend, Mörser für Area-Schaden und die MG für Personen. Mhm. Ja. Das ging schnell. Ja, stimmt, das habe ich mich sowieso gefragt, was die obere. Ja, die, das oben, das ist der Hauptteil. Wenn der weg ist, dann ist das Ding tot. Mhm. Also unten sind die Ketten. Ah, also man kann einen auch bewegen. Du kannst die Ketten dann aber noch trotzdem schießen und so. Der kann sich dann nicht drehen, aber der kann schießen immer noch. Alles klar. Aber das ist, kommt halt auch den Panzer drauf an. Zum Beispiel kann der Panzer, Edelweiß, kann dann immer noch alles schießen. Aber der andere Light Tank hat zum Beispiel die
das Maschinengewehr integriert im Körper. Das heißt, es kann sich dann, er kann, da er sich nicht drehen kann, kann er nur nach vorne das schießen. Ah. Jetzt ein nicht bewegliches. Ja, bestes Beispiel sind halt solche. Das ist ein großer Schwachpunkt von sämtlichen Panzerjägern gewesen, so Panzerpanzer und Hetzer und so während der Zeit der Jagdpanzer. Die haben sehr schön die Rüstung gehabt und so, aber wenn du die Seite, die Ketten weggeschossen hast, konnten sie sich nicht mehr drehen und konnten nur gerade ausschießen. Das ist ein großer Schwachpunkt. Ein kleiner Anteil an Realismus, der auch hier mit hineinspielt, wenn man so möchte. Was, das sieht so aus, als hätte der Panzer einen Kopf. Alles klar. Drastically cut. Also nur noch ganz minimal. Ja, wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich, da wir von oben kommen und der in unsere Richtung, also in Richtung Alicia guckt, werden wir dann in der nächsten Runde wahrscheinlich. Fast! Ich weiß es nicht ganz genau, weil er ist ein bisschen gedreht. Er ist ein bisschen gedreht, genau. Wir versuchen es, aber ich werde das jetzt nur noch diese zwei CP auf den hier verwenden, weil ja, wir müssen Alicia noch halten. Ja. Aber es sieht gut aus. Das könnte passen. Das könnte passen. Vielleicht mal ganz nah ran zur Sicherheit. Hallo. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wenn du da aber verfehlst, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt getroffen hat. Doch, glaube ich. Er hat ihn getroffen, also ist ordentlich. Nee, aber ich weiß nicht, ob er denn das Shrek-Knight-Ding getroffen hat. So, jetzt ist. Das ist so eine Frage jetzt. Wir können jetzt entweder es versuchen, mit dem Panzer, mit Edelweiß, den Light Tank zu vernichten und zu beenden. Ja. Oder wir können die zwei noch benutzen, um erstmal den Shock Trooper zu erledigen und dann möglicherweise den hier hinten noch irgendwie zu erledigen, weil der hat, ist ja auch ein Leader, das heißt, es gibt noch zusätzlich XP und Geld. Allerdings, da das dann länger dauert, ist das dann wiederum vielleicht ausgeglichen. Das ist halt jetzt die Frage auch dessen, zugestanden, wissen wir nicht, ob Edelweiß trifft. Also ich finde die Gefahr mit Alicia sehr groß, dass sie, dass sie verschütt gehen könnte. Abstimmung? Können wir mal den Chat fragen. Also, sollen wir versuchen, mit dem Tank, den anderen Tank kaputt zu machen, sollen wir versuchen, den... Alicia zu retten. Alicia zu retten? Was von beiden? Waifu retten oder aber wenn du andere. Das so formulierst, dann ist jetzt schon was rauskommt. Kann ich jetzt schon sehen. Ja, ich glaube, einige sind hier, auch wenn sie dich loben dafür, dass du strategisch vorgehst, bestimmt auch strategisch am Denken und denken vielleicht Angriff beste Alternative. Wir retten Alicia, indem wir den Panzer kaputt machen. Das ist ja auch das Ziel, den Panzer kaputt machen, das ist vorher nicht ja, gestört. Dann ist dann die Mission vorbei im Prinzip. Ja, aber das Tor? Das hält noch zwei Schuss aus, Alicia hält keinen Schuss mehr aus. Ja. Das ist der Punkt. Also. Weswegen ich das überlegt habe gerade. Methylium speichern wird gesagt. Michael J. Müller sagt speichern und Methylium lasst die Waifu sterben. Wahrscheinlich kann man nicht speichern, um die Mission machen. Doch, kann man. Kann man. Oh. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Sicher ist sicher. gut. Das habe ich immer vergessen! Jetzt weiß ich es wieder! Deswegen habe ich mich auch so geärgert, weil ich das, glaube ich, in einer der letzten Missionen erst rausgefunden habe, dass man tatsächlich in der Schlacht speichern kann. Ich bin das nicht gewohnt. Ja. Weil es normalerweise, ich habe das vom Fire Emblem und so, da gibt es sowas wie, du kannst nicht in der Schlacht speichern und dann einfach nochmal neu laden. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten? Du musst durchziehen. Ja, scheiß drauf, wenn zwei Leute permanent tot sind. Pech gehabt! Fire Emblem! So bin ich das gewohnt, deswegen, ja gut. Speichern ist okay, zumindest. Also sie sagen, meine Waifu ist es nicht, lass die Waifu sterben. Also ich glaube, es ist die Mehrheit dafür, versuchen den Panzer. Okay, naja gut, wir haben es ja gespeichert, von daher ist es jetzt ja auch egal. So, dann fahren wir noch ein bisschen näher ran, um sicher zu gehen. Stitz! So. Ja, also ich. Wenn er jetzt daneben trifft, wäre das ziemlich Mist. Bumm. Kaboom. Ja, aber auch. Gute Entscheidung, Leute, gute Entscheidung. Gut gemacht. We stopped it, ja!
So kann man es natürlich auch betrachten. Wir haben es gestoppt. Es existiert nicht mehr. Es ist nicht mal ein Schrotthaufen. Also Alarm für Cobra 11 mäßig so wirklich bam, nichts mehr da, alles weg, Riesenexplosionen, in Feuer aufgegangen. Genau, weg ist es. Na, das ist was, was viele unterschätzen. Das Eastern European Empire ist sehr umweltverträglich. Alle Panzer, wenn die kaputt gehen, zersetzen sie sich sofort selbst. Keine Verschwendung und keine Umweltverschmutzung. Sehr nett. Aber Energie kann nicht verloren gehen, sondern sich nur in andere Energie umwandeln. Das heißt, diese sich auflösenden Panzer müssen bestimmt so als FSMC-Stoffe oder so in die Atmosphäre gelangen und den Ozoneffekt beschleunigen. Erzähle nicht, dass das sind dann Ragnite-Partikel, die sich dann wieder in kristalliner Form absetzen. Genau. Was natürlich nur in diesem Universum hier funktioniert. Natürlich. Ja. Du bist mein Held, Brother. Reagiert er gar nicht drauf. Ich weiß nicht, ich finde sie hübsch. Warum denken alle nicht, dass sie UI cool ist? Ich finde ihr Design total toll. Ich finde sie auch hübsch, ja. Die Imperialen rennen. Das stimmt nicht, die holen nur die Sternenzerstörer. It's a boy. Ein Kind geboren im Panzer. Oh Gott, in welcher Serie, in welchem Anime, ich weiß nicht, gab es denn das irgendwo mal im Panzer auch eine Geburt? Ich weiß es nicht, aber ich kann, alles was mir jetzt in den Kopf kommt bei dem Satz ist Bloody Mess! Oh Gott, den Panzer will ich nicht sauber machen! irgendwie gab es gut, dass Isara den Panzer pflegen und sauber machen muss. Wahrscheinlich wurden die ganzen Ideen und das Rausflutschen durch die Vibration des Panzers beim Abschießen des anderen Panzers so stimuliert, dass es dann einfach. Da ist es da. Ja, die hätten bei dem Ragnite gelegen, das hat ihr Kraft gegeben. Oh. Das klingt immer mehr so ein bisschen wie die Macht mit dir sein. Na klar, das sind Imperiale dabei, was erwartest du? Dass ich da keinerlei Verbindung zu Star Wars ziehe? Stimmt, ja, Star Wars und Spielungen auch eine ganze Menge. Natürlich. Wir haben sogar Rank A gekriegt dafür. Und die Star Wars-Anspielungen setzen sich auch im Chat fort. Ah. Panzer zu stören. Naja, sie ist auch nicht Westwürfe von heute, das eindeutig. Oh, ob ich das sagen darf. Wer eindeutig Best Girl heute ist, was Rico da schön geschrieben hat. Du bist das Best Girl heute. Sie kann das ja auch lesen. Ja. Sie ist ja auch im Chat online. Und hier, die Toten werden eins mit der Macht. Der Pan. Deswegen verschwinden die, wenn du so drüber läufst. Genau wie Darth Vader einfach so in den Sack reingetreten hat. Dann so, Obi-Wan Kenobi ist weg. Naja. Ja, der Panzer in Energie umgewandelt werden, wäre die Anwesenheit auf diesem Planeten aber ziemlich ungesund. So. Rang A haben wir gekriegt. Wir haben sogar relativ viel XP und Geld rausgekriegt. Tatam. Und damit ist dann auch, glaube ich, das Kapitel dann wahrscheinlich Chapter 2 mit dem hier beendet. Dann schauen wir uns als letztes noch die Zwischensequenz nach. Die dramatische Zwischensequenz. Der Kampf bei Brühl oder Brühl an. Haben trotzdem verloren. Das war das Ende. Wie die sich jetzt plötzlich immer umgucken, sie haben gelernt. Habt ihr von den drei Scouts gehört, die einfach von hinten niedergemacht wurden? Oh. Könnte ja von hinten ein Panzer kommen. Einfach mal auf dem Feld da stehen. Das haben doch vor uns die Leute auch nicht gesehen. Ja. Die sind schlecht beim Spotting. This is war. そしてその縄張りを守るために
Die Analogie auf einmal herzieht. Man kann auch die Analogie zu Wölfen, aber die waren gerade nicht da. Die Menschheitsgeschichte wird niemals vollkommen ohne Krieg sein. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe ja das Baby geklaut. Guck mal, das ist eine brennende Stadt. Schön, das, oder? Das ist wirklich ein klein bisschen makaber, dem Baby ja die brennende Stadt zu zeigen. Guck mal, deine Windeln, die haben wir da drüben gelassen. Also mach keinen Scheiß. Das ist mein Panzer. Was mit dem mach keinen Scheiß und den Windeln, ja. Aber wie sie am Marder da an dem Panzer liegen gehen, muss die hat gerade eine Geburt hinter sich, die klaut sich das Kind weg, zeigen es der Stadt und Ah, die ist ja K.O., die ist ja schlecht. Das Schütteln des Panzers und so. Tja, und damit haben wir jetzt auf jeden Fall ein Weilchen Valkyria Chronicles gezockt. Ein Weilchen. Ja, so doch fast 2 Stunden. Wie doch die Zeit vergeht. Das ist immer Wahnsinn. Also ja, ne? Irgendwann, wenn es dann so 1 Uhr, 2 Uhr des Nachtens ist und so langsam wirklich so Müdigkeit einkehrt, wo man merkt, oh, man ist jetzt doch schon 6, 7 Stunden dabei. Ab da merkt man, okay, es ist jetzt unglaublich viel Zeit vergangen, die kam einem kurz vor. Und da merkt man es dann erst. Typisch Flo. Typisch was, Flo? Nichts, gar nichts. Gut, auf jeden Fall, das war Valkyria Chronicles, würde ich sagen. Weiß nicht, kannst du hier speichern? Dann? Ja, klar. Mal drüber. Und dann zurück zum Title Screen und beziehungsweise raus aus dem Game. Hintergrundmusik wieder anmachen. Als nächstes kommt, würde dann sogar noch das Hauptquartier dann langsam freigeschaltet werden mit den ersten neuen Charakteren. Rekrutierungsmenü, Research-Zeug und so weiter. Neue Charakteren würde bedeuten auch mehr potenzielle Waifus? Oder sind das auch männliche Charaktere, die noch mehr vorkommen? Hier auch männliche Charaktere, männliche und weibliche Charaktere. So. Man merkt es immer erst, wenn sich die Tasten der Tastatur ins Gesicht einbrennen. Genau. Aber ich glaube, so weit war ich noch in keinem Stream. Beim letzten Mal, wo der bis um 4 ging, da war ich echt dann schon hart an der Grenze. Aber. Ja. Nun gut, dann. So, ja. Hier